Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program. In der letzten Folge haben wir unseren Rover fertig gemacht für den Eintritt in die Duna-Atmosphäre oder allgemein in Atmosphären, damit er in diesen überleben kann und soll. Jetzt müssen wir schauen, dass wir dort aber auch eine Kommunikation haben und deswegen schicken wir jetzt einen Satellitentransporter nach oben, der uns vier kleine, aber feine Satelliten nach oben bringen soll. Deswegen schauen wir uns nochmal... Klappe, Handy. Deswegen schauen wir uns jetzt nochmal den LRSV1 an. Bedeutet, wir tun dann hier oben ihn anhängen an unser System. Und dann werden diese abgedockt. Dann sind das vier nebeneinander. Und dann fliegen die um Duna herum und werden dort für uns Daten übertragen, wieder Richtung Kerbin. Wenn wir die ersten vier oben haben, klar, die Abdeckung ist nicht gut, aber für den ersten Rover wird es hoffentlich reichen. Weil, das ist ja nur die erste Stufe. Wir wollen nur mal gucken, wir brauchen ein bisschen mehr, damit wir kleinere, feinere Satelliten machen können. Wenn ich viele kleine Satelliten machen kann, kann ich gerne um Duna herum ein festes Netz bauen. Aber jetzt, die Teile sind zu chunky. Und ich hätte auch gerne das alles dann gebaut im Weltall. Ihr wisst, wohin ich hinaus will. Ich will auf Rohstoffabbau hin. Und da würde ich gerne irgendwann mal ankommen. Weil wenn wir den Rohstoffabbau im Weltall haben, Moon, Mann oder Minus herum, ist das Leben einiges einfacher. Aber ihr werdet es dann sehen, sobald wir da sind. Deswegen neu. Und wir arretieren das jetzt mit dem Hackers. Der Hackers, der kriegt jetzt Meckes. Klack, der kriegt das Teil hier oben drauf. Das passt aber nicht. Aber wir nehmen den Hackers, wir nehmen wieder das runde Teil. Ich glaube, das passt in dem Fall besser. Ne, es passt auch sehr wenig. Uns fehlen halt so viele Probe Cores irgendwie. So. Dann nehmen wir halt doch dich, aber dann nehmen wir hier gleich schon ein langes Gestänge, wenn wir schon mal sowas haben. Können wir sowas auch verwenden? Was ist das eigentlich hier? Industry Range Structural Segments designed especially for robotic use to robot truss. These truss are the larger pro. So, wenn wir sagen, das ist jetzt hier die Halterung. Unten drunter tun wir jetzt ein SAS-Modul noch anbringen. So. Können wir rein theoretisch robotische Teile einbauen? Wo ist denn hier das Robotics? Nehmen wir noch ein anderes Roboterteil. Also das waren unsere eigenen, das waren die integrierten. Die sind hier drunter, oder? Wo habe ich denn die jetzt gerade? Ah, die sind hier unter Robotik wahrscheinlich. Okay, Hydraulikzylinder bringt sich wahrscheinlich wenig. Die auch wenig. Robotube. So. Nee, ich hätte gern ganz, ganz kurze Stückchen. Habt ihr auch sowas? Ansonsten machen wir so. Und da dran kommt dann ein Decoupler. So. Und dann tun wir hier auf Öffnen, abbrechen. Das ist der Duna LRS-Lieferer. So. Speichern, öffnen. Ich will nur die LRS hier verbinden. Wie zum Fick verbinde ich das ganze Zeug?
Hätte ich das hier anbauen müssen? Warte mal, ich kann ja rein theoretisch einfach hier hingehen, nicht speichern und gehe auf LRS, lade und gebe den mal schnell ein so ein Teil dran. Am besten auf der anderen Seite, da sind keine Anzeigen, keine Digits. Und dann machen wir das so. Speichern. Öffnen von... Wo ist er denn? Projekt Duna Endora. Solid Baruna. Test 1. Wo ist denn meine Rakete von gerade eben? Duna LRS Lieferer hier. Laden. Und dann tun wir euch mal weg. Nicht ganz. Nur den einen Deppen hier. So, und dann öffnen wieder. Speichern, fortfahren. LRS. Verbinden. Okay, warte mal. Öffnen. Irgendwie muss das auch funktionieren. Laden. Was ist, wenn ich jetzt da zum Beispiel so ein Teil dran baue? So ein Robotic Tube. Speichern, öffnen. Duna LRS Lieferer. Wir tun euch mal weg. Dann öffnen, speichern, fortfahren. LRS verbinden. Bitte sag, dass das jetzt als Anschluss gilt. Wollt ihr mich verarschen? Kann ich das... Ich werde langsam bekloppt, wisst ihr das? Langsam werde ich echt bekloppt. Nicht speichern. LRS laden. So. Ich habe einen Punkt zum Anstecken. Ziehen Teil der Baugruppe hier. Also das ausgewählte Teil kann nicht verbunden. Irgendwo anders ein Docking Port oder muss es direkt dort oben anschließen können? Warum kann ich das nicht verbinden? Also müsste ich nochmal das ganze Teil hier neu bauen. Das sollte jetzt auch nicht. Dann machen wir es halt nochmal neu. Nicht speichern. LRS Lieferer. Na, das geht mir doch wieder auf den Sack. Hätte doch alles so schön sein können jetzt. Bedeutet, klack, klack, so. Das heißt, wir bauen sie erstmal auf einer Seite, sonst kriege ich wieder die Krise wahrscheinlich gleich. Dann müssen wir das Teil abdocken können. So, dann ein hier. Toll, das. Kriege ich gerade die Krise? Ja! Was ist, wenn ich den Scheiß übernehme? Nee, geht auch nicht. Kann ich solche elektrischen Teile wenigstens irgendwie hier so... Die Docks sind so richtig... So funktioniert jeder Scheiß. Aber nein, anders nicht. Docking Port. Was ist, warte mal, öffnen? Nicht speichern. LRS V1 laden.
Es gibt bestimmt einen Weg. Die Frage ist bloß welcher. Und ich glaube, ich habe gerade meinen gefunden. Wenn ich hier so einen Dockingport dran mache. Speichern, öffnen. Bitte sag, dass das funktioniert. Das muss funktionieren. Öffnen. LRS verbinden. Dockingport. Dockingports gehen immer. Was will der denn? Dass ich mich da oben mit dem verbinde oder was? Ist doch vollkommen bescheuert. Warum soll ich mich da verbinden? Ich will dort verbunden sein. Warte mal, du kannst doch. Warte mal. Ja, ich bin gerade im Probiermodus. Ich will das nicht schaffen, weil das bringt dir dann nichts, wenn ich dann Teile vorbaue. Ich will jetzt neue KSP haben. Verbindetool da, nach da. Genau, perfekt. Zack. Speichern. Öffnen LRS-Lieferer. Und dann öffnen. LRS. Verbinden. Yes! Geht doch! Dann brauche ich bloß den richtigen Weg. So schaut's aus. Jetzt bauen wir hier den Gegenverbinder. Dann ein Dockingport. Dann der dementsprechende Dockingport. Schön. Wahrscheinlich wäre es sogar einfacher, wenn ich das alles wegnehme. Das wird wahrscheinlich doch zu eng. Ich weiß es nicht. Ein bisschen zu eng. Da kann man bestimmt was drehen. Aber es funktioniert immerhin. Es funktioniert. Ich bin happy. So, und dann bisschen nach hinten kommt schon. Ja, perfekt. So wollen wir das. Klack. Dran geheftet. Und dann machen wir jetzt Structural Sachen dran. Sich hier verbinden und hier auch wieder so structural, die hier überall Anschluss nehmen, damit das Teil hält natürlich. Da brauchen wir noch Energie. Ich will so viel wie möglich da oben reinpacken diesmal. So, zack, hier noch ein Energiepäckchen. Dann kriegst du hier noch die gefalteten. So. Und dann gibt es eine Fairing, die ganz große. So. So. Das ist die komplette Fairing. Vier Satelliten. Rein theoretisch können wir das natürlich noch größer machen, aber ergibt ja aktuell keinen Sinn. Das Teil kommt noch hier oben. Drunter hätte ich gerne eine Packung RCS. Die zu klein ist. Dann wirst du einfach hier mit reingepackt. Ist ja auch wurscht. Dann bearbeiten wir nochmal die Fairing. So. Jetzt hat. Dann kommt da rein aber auch ein RCS-Kopf direkt. Ein großer. So. Und dann brauchen wir die Flugengine.
da wird ein bisschen was ranpackt. So. Und dann. Welche Engine nehmen wir denn da? Das ist eher die Frage. Sind es 1400 im Vakuum? Sind 900 im Vakuum. Haben wir nicht diese Spezialantriebe gehabt? Hat das ihr? ...2600 im Vakuum, was? Oha, warte mal. Du könntest da echt gut sein. Aber warum bist du, warte mal. Im Vakuum hat die 95, bedeutet... Der schießt jetzt das in 55 Sekunden raus. Der hier schießt das in... Aha, da ist der kleine vorne am Unterschied. Du bist mini-klein. Aber wenn ich jetzt von dir mehrere nehme, rein theoretisch, machst du das in 200 Sekunden. Du bist aber genauso aktiv. Haben wir dafür eine Triebexplosion? Sicherlich, sicher, sicher, sicher. Dann hätte ich gerne genau diese kleinen Antriebe. Genau die hier. Kompakt. So. Zusammen. Leer machen tut es in 260 Sekunden. 2400 ms pro Sekunde. Das denke ich, das wird reichen. Dann brauche ich noch eine Haupttransfer-Stage, die den ersten Block sozusagen einläutet. Sozusagen die Transition Richtung Duna. Wollen wir da auch wieder so eine Stage nehmen? So eine heftig draufhau-Stage? Da willst du wieder weniger, ne? Wie wär's mit einem Skipper? Was ist denn das? Ein Liquid Oxidizer. Gib mir kurz den daher. Der macht aus 1700 und braucht... ...12 Sekunden dafür 1600. Was ist denn das für eine Stage und wo? Warum kenne ich die bis jetzt noch nicht? Die hat nicht ordentlich Wucht unterm Arsch. Ordentlich Wucht unterm Arsch. So, warte mal. Warum ist das so rum? Jetzt passt es wieder gut, genau. Ich bin gerade voll verwirrt, Leute. Das tut mir jetzt echt leid gerade. Ah, genau, wir brauchen wieder eine Triebwerksplatte. Wieder mit 8×1, so. Triebwerke. Das Triebwerke finde ich voll geil, das will ich jetzt mal forschen hier. Was bist denn du? Das ist ja mal was ganz Feines. Aber das ist also, warte mal, das ist ja, weil ich so. 80 Sekunden und der pumpt es leer. Ja, das ist mal edel. Und extrem viel Zündungen. Das sind wie die Raptor Engines wahrscheinlich. YOLO, wie viel? 1,5 haben die. Und die haben 0,65. Aber im Vakuum, das ist wieder was anderes. Da sollte das wurscht sein. Um Duna herum und alles, da ist das tendenziell wurscht. So. Dann machen wir hier auch wieder die Klappe zu. Diesmal mit dem ganz großen Teil.
So, und drunter natürlich wieder unsere Hauptengine. 1,1, perfekt. Und die kriegt natürlich diesmal wieder ein bisschen Verstärkung. Durch ein paar schöne Booster. Wo ist denn hier das ganze Zeug? Klack. Zack. Und dann brauche ich den Booster. Du schluckst dasselbe, ne? So. Dann machen wir das nicht so. Geht das? Jetzt bin ich jetzt gespannt. Wenn ich dem jetzt obendrauf noch so eine Partie schicke. Nice. Dann tun wir dich mit dem in eine Stage. Nee, das brauchen wir. Also so übertrieben treiben müssen wir es auch nicht. Ich glaube, das reicht dann schon. So, dann brauchen wir eine Nase, eine Nase, eine Nase. Wo denn hier schon eine Nase füllen? Eine größere Nase wäre schon fein. Da, so. Dann brauchen wir ein bisschen Structural. So. Und dann geht's noch ins Fuel Depot. Fuele. Fuele. Und ziehen hier einen Tank hin. So, perfekt. Das Duna LRS Liefersystem ist entwickelt. Mit 60 Zündungen sind die da oben eh extrem gut dran. Es passt. Das schaut doch gut aus. Jetzt gibt es hier noch eine Mitte mal schnell für die Struktur. Verbindungskursus und dann speichern wir das Ganze. Und in der nächsten Folge starten wir das Teil. Es tut mir leid, dass es so ein bisschen gedauert hat, aber musste erstmal rausfinden, wie zur Hölle ich das jetzt hinkriege, weil das ist doch dezent wichtig. Ich werde in der Zwischenzeit das dann noch ein bisschen verfeinern, also mit dementsprechenden Sachen, die wir für den Flug auch brauchen könnten. Und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Also, bis dann. Ciao! Everything changes.